Entschuldige mal, ja. Bloß nicht hier. So. Mein Arabisch ist sehr verbesserungsbedürftig. Das können wir jetzt. Das war jetzt der Plan. Wir reden kurz über Fußball und dann machen wir Genau. Sprachschule. Ja, genau. Damit wir, wenn wir im Finale stehen, das auch dementsprechend kommentieren können. Freunde, buongiorno! Abseits der Fußball-Podcast heute am 29.11.20:33 Uhr. Es ist Folge 182 bzw. die dritte Ausgabe unseres WM-Specials und heute haben wir, ich sage das ja immer und ich sage das ja auch zu Recht, aber heute haben wir wirklich, also die Creme de la Creme der Fußballexperten. Wir haben. Achtung, man sieht euch auch bei YouTube. Also, Okay, ihr verkackt. ich bin nicht geschminkt. Wir haben zum einen, da freue ich mich sehr drüber, wir haben den, ich möchte nicht übertreiben, aber den legendären Linksverteidiger, den Linkskiller der drei Panthers. Meine Damen und Herren, bitte Applaus für Lutz Lobach! Wuhu! Ja. Aber ich spiele doch rechts. Heute spielst du links. Jetzt links. Jetzt links, ab sofort links. Das ist, bei Skype ist das alles seitenverkehrt. Ja, genau. So ist es. Ja, so ist So es. ist, Genau. so ist es. Perfekt beantwortet. Und meine Damen und Herren, dieser Mann ist nicht nur Schauspieler. Das wäre zu einfach. Er hat mit Quentin Tarantino gedreht. Er hat mit Brad Pitt ein Bier getrunken. Und wir freuen uns sehr, dass er heute da ist. Er ist Borussia Dortmund-Fan. Man kann nicht alles haben. Aber auch er ein absoluter Fußballexperte. Bitte Applaus für Sönke Möhring. Meine Damen und Herren, der Applaus wird dann reingeschnitten. Und Sönke, ich möchte als allererstes an dich die Frage stellen, direkt investigativ, direkt redaktionell ins Eingemachte. Wir wollen lange nicht lange rumzögern. Die Frage an dich: Warum lag dein Haar heute so suboptimal? Es ist sehr lang geworden. Ich habe ein Projekt gehabt, wo die Haare lang gewünscht wurden und dann immer so bedarfsweise, es wurde hier so ein bisschen geschnibbelt und es ist jetzt hier sehr lang. Und mein persönliches Highlight, je älter man wird, umso genügsamer wird man. Ich gehe morgen zum Friseur. Da schau. Und ich habe es nicht gesagt, sondern weil du vorhin ein Video gemacht hast und das war Thema. Ja. Das, also, ich meine, es sah trotzdem super aus bei dir, weil Ja. du hast ein bisschen aus wie frisch aufgestanden. Aber ansonsten, Ja, also ja. super. Es war tatsächlich auch, ich habe das Video gedreht nach einer Dusche. Ich habe Sport gemacht und habe dann geduscht. Und das Haar wird, je länger es wird, irgendwie immer eigen, hat immer mehr Eigenleben und wird wellig und macht Das komische Dinge. kenn ich von Haaren an anderen Stellen. Lass uns direkt Oh, überreden. holy shit, Jetzt muss ich mal nachfragen. Wo? Ich schicke euch in unserem Chat schon wieder. Steffen mit den Dreadlocks am Sack. Nein, Echt? ja. So, geh mal ins Darknet. Also bei OnlyFans kannst du da einiges mit verdienen. Ja. Freunde, Oh ja. bitte, bitte. Wir haben heute den 29.11. Wir sind quasi noch leicht verkatert vom Spanien-Spiel. Die Frage an euch, an die Runde, der erste Eindruck, wie oder welchen Eindruck nach Japan hat bei euch das Spanien-Spiel hinterlassen? Also seid ihr frohen Mutes für Donnerstag, für quasi das erste Grande Final oder seid ihr nicht so euphorisch wie der Rest Deutschlands? Fang Mach die Brüche an. einfach, Ja, Jens. Sie machen das wohl häufiger, was? Nee, ich glaube tatsächlich, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, das Japan-Spiel habe ich nur in Ausschnitten gesehen, also Deutschland-Japan. Deswegen habe ich das nicht am Stück gesehen. Aber ich fand Spanien-Deutschland von den Spielen, was ich gesehen habe, das, was am ehesten WM-würdig war Ja, tatsächlich. Ich fand es ein natürlich. sehr, 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 sehr gutes Spiel. Und wenn du dir überlegst, dass Spanien, glaube ich, 7-0 vorher gewonnen hat und was sie da abgeballert haben, war das ein super Spiel von Deutschland. Es ist schade, dass das nicht gewonnen wurde, aber ich bin tatsächlich frohen Mutes. Nun bin ich als Dortmund-Fan auch ein genügsamer Mensch, aber Bist mit ganz wenig zufrieden. nein, 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 aber nein, also mein Spaß beiseite. Ich glaube tatsächlich, dass das schaffbar ist. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass das natürlich auch abhängig ist vom Ausgang des Spanien-Japan-Spiels. Ich finde es immer schöner, gerade als wenn du so eine deutsche Fußballnation hast oder ein Team vor allem, was ich wirklich stark finde, wenn das eigentlich aus der eigenen Kraft geschieht und wenn das eben unabhängig ist von irgendwelchen anderen Spielen. Aber c'est la vie, so ist es nun mal. Es haben sich auch schon andere gute Teams blamiert, siehe Argentinien im ersten Spiel. Und insofern glaube ich, ist alles drin. Und ich finde es geil, jetzt ist auch endlich mal so ein bisschen, jetzt mit so einer Brisanz finde ich auch eher tatsächlich so eine
kriegt diese ganze WM so eine Würze, die vorher einfach fehlte, weil man auch, glaube ich, im Vorfeld über ganz andere Dinge gesprochen hat. Und das so ein bisschen eigentlich auch schade war. Also wir können ja vielleicht auch nochmal die Auswahl des zeitlichen Bereichs auch nochmal separat besprechen. Aber ich finde, jetzt geht die WM los und jetzt habe ich auch Bock drauf. Jetzt kommen auch die guten Spiele und jetzt bin ich on. Weißt du? On fire. Yeah. Und fragen wir doch mal den personifizierten FC Bayern München Vertreter. Jetzt hast du mich geoutet, jetzt mag der nicht mehr. Nein, warum denn nicht? Bitte. Super. Also im Gegensatz zur WM in Russland habe ich aber jetzt das Gefühl, dass wir eine Truppe zusammen haben, die es auch schaffen kann. Also ich habe mich geärgert damals, ich glaube, wir haben gegen Südkorea dann noch so ein schlechtes Spiel hingelegt, was wir auch hätten gewinnen können. Mhm. Wo ich sage, da geht vielleicht die WM los. Und da war ich euphorisch. Jetzt bin ich so mit verhaltenen, Optimismus dabei. Aber ich denke, von der Truppe her, wir haben den Sané jetzt endlich dabei. Der war ja damals noch ein sehr junger Bengel. Den hätte er eigentlich mitnehmen müssen, der Jogi Löw. Das fand ich ein großer Fehler. Der kann 1:1 gehen. Du hast jetzt wie heißt er? Der junge Bengel aus von Bayern. Musiala. Ja, Musiala. Ja. Der auch, was der zwischen den Leuten macht, der nimmt den Ball mit zwischen drei Leuten durch. Mit 19. Der wollte gerade sagen, der ist technisch auf der Höhe. Und du hast jetzt mit dem Bremer Stürmer endlich mal einen Klopper drin, so ein Gerd Müller, der das Ding auch mal reinmacht. Nicht so dieses schöne Gespiele und nochmal quer, zack, boom, in die Ecke. So muss das sein. Paul Breitner hat damals gesagt, ja, wenn nichts mehr ging, hatten wir vorne den Gerd. So einen musst du haben. Ja. So einen brauchst du. Und es gab heute einen schönen Vergleich von unserem lieben Freund Marcel Reif bei Reif ist live, der die Tore von Spanien, also das 1-0 mit dem 1-1 der Deutschen verglichen hat. Das spanische Tor war so ein feines Filet und das deutsche Tor war eine Bulette. Beide schmecken gut. Aber gut dahinter, das musste rein, das Ding. Ja. Wer weiß, ob der Musiala den getroffen hätte. Der war ja auch dabei, den zu schießen. Dann kam der aber von rechts und hat den richtig mit Wucht in die Ecke geballert. Und der spanische Tor, der ist ja auch schon hingeflogen, aber das hast du erst in der Wiederholung gesehen, aber der kam nicht mehr dran. Und da wusste ich so, und wenn das jetzt so bleibt, dann kann es was werden. So ist es. Und lass uns kurz mal durch die Mannschaft gehen. Also es gibt natürlich wieder 80, 86 Millionen Bundestrainer. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wer, wo, wie, weshalb. Wir gehen jetzt mal von dem Skype-Recorder Marc Bärenbeck aus, der jetzt, also das ist jetzt eine von vielen möglichen Vorstellungen oder Möglichkeiten. Wir haben im Tor Neuer gesetzt, unantastbar, ja oder nein? Oder ist da doch noch ein Trapp und ein Ter Stegen, wo man sagt, naja, so richtig souverän ist Neuer nicht immer. Nee, ich hätte jetzt vielleicht sogar den Kevin Trapp stärker gesehen. Manuel fischt mir momentan zu viel im Trüben. Der eine Schuss von dem Spanier, dieser Flatterball, da hat er Schwein gehabt, dass er den noch hat Schwein gehabt. Und das Spiel kann ganz anders laufen. Und bei Neuer Trapp ist auf der Linie viel besser, finde ich momentan. Also. Ja. Naja, und Neuer ist ja auch, das sieht man ja auch an den schwankenden, zumindest für Bayern-Verhältnisse, schwankenden Leistungen in der Liga, einfach auch ein bisschen angreifbarer geworden. Er ist immer noch mit einem Mega-Torwart, aber ich würde dann auch mal so ein bisschen das auch ehrlich gesagt im Vorfeld auch schon mal klären und Kevin Trapp dann auch mal spielen lassen. Oder so. Der Kevin, glaube ich, gut auf der Linie, auf jeden Fall. Aber und vor allem die Frage ist, wie. Aber das ist ja auch ein klassisches Luxusproblem, was die Deutschen mit der Torwart-Situation haben. Ja, immer. Absolut. Aber die Frage ist, also jetzt abgesehen von der Leistung, wäre vielleicht ein Trapp aufgrund der noch nicht so viel geholten Titel ein bisschen hungriger, ein bisschen mehr on fire, ein bisschen mehr, noch mehr drin? Oder ist das, kann man das einem nicht vorwerfen oder nicht? Der ist richtig, richtig scharf. Manuel hat halt die Erfahrung. Der hat hier schon die dritte WM, glaube ich. Oh, ich glaube schon, ja. Ja, ich meine, es ist die dritte. 10, 14. 14 war er mit dabei, ja. 10 war er noch nicht dabei, aber dann genau. 14, 18, 2, ja, genau. Genau. Trapp ist ja neu, auch nicht mehr der Jüngste, aber ich denke mal, was der in Frankfurt zum Teil da rausfischt, Ist schon krass. Und so stark musst du als Kevin Trapp auch erstmal wieder zurück zum alten Verein kommen, weißt du? Das ist schon, hat das also ist auch aus Barcelona oder was? Das hat tatsächlich was mit einem guten Willen auch zu tun und mit einer Lust und einer Hingabe und sich nicht da so, weißt du, diese Vergangenheit hingeben und scheiße, jetzt ist alles. Also es ist schon, gehört schon viel dazu und finde ich super. Ich glaube aber tatsächlich, dass das neue Ding auch so ein bisschen darauf beruht, weil generell die Mannschaft auch einfach so ein bisschen erfahrene Eckpfeiler braucht. Ne? Also er hast ja gesehen gegen Spanien, Musiala und so, das sind schon total junge, geile Typen, aber trotzdem brauchst du noch so, also so ein, zwei Brandmauern,
die da irgendwie so stoisch, relativ verlässlich irgendwie im System sind, bevor das alles zu quirlig wird, ja, aber trotzdem, Kevin Trapp ist auch mega. Also sind, absolut, vor allem, ich fand es wirklich groß. Ich bin gerade mal so dran, öffne hier gerade mal mein Bier, es ist ja jetzt auf Feierabend. Macht euch gemütlich, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr vielleicht morgens in der Bahn setzt, dann vielleicht... Ich habe hier noch diese amerikanische Wunderbrause hier. Ui. Sehr gut. Macht keine Schleichwerbung für Coca-Cola, das macht man nicht. Gibt ja auch noch Pepsi und Pepsi und Apricola und Schwipp und Schwapp. Kommen wir, und ich fand es vor allem toll von Kevin Trapp nach wie vor, das ist ein paar Tage her, aber dass er sich für die Eintracht entschieden hat und gesagt hat, okay, hier ist noch ein bisschen was zu holen. Ich bleibe bei Levein und der hatte tolle Angebote. Lass uns in die Innenverteidigung schauen. So wie es jetzt Marc Bärenbeck von Sky Sport sagt, sieht er in der Innenverteidigung Rüdiger und Süle. Ich muss sagen, Süle, die alte Wuchtbrumme, ja, sei es wie, aber Rüdiger, also muss ich wirklich sagen, Rüdiger ist einfach eine verrückte Maschine. Also abgesehen von diesem komischen Sprint, den er da, glaube ich, gegen Spanien oder gegen Japan, ich glaube gegen Japan war dieser Sprint, der so ein bisschen online gegangen ist oder nicht ganz so gern gesehen wurde. Was halten wir von Rüdiger, was halten wir von Süle, was halten wir von, jetzt in dem Fall nicht, aber von Schlotterbeck? Puh, Schlotterbeck ist mir, hat ja zwei schlechte Szenen gehabt, die ich so mir so im Sinn geblieben sind. Mhm. Einmal ist abseits aufgehoben, glaube ich, ne? Und beim zweiten Mal hat er Glück gehabt. Ja, den sehe ich eher auf der Außenbahn, nicht in der Innenverteidigung. Ich sehe ihn auf der Bank. Wenn überhaupt, ja. Und Süle hat manch, also entweder ist er saustark oder er hat blöden Aussätze, wo du denkst, warum? Ja. Aber Süle hat, ehrlich gesagt, also ich war total überrascht von ihm, weil er hat echt stark gespielt gegen Spanien. Das stimmt. Der hat echt ganz schön da was wegradiert. Und Schlotterbeck war halt auch, also muss man, also weil er hatte zwar zwei doofe Szenen, aber er hatte auch zwei Wahnsinnsszenen. Also es war so ein Twitter-Auftritt sozusagen zwischen, Genie und Wahnsinn. Ja. Ja, ja, er ist noch so ein bisschen flatterig auch und tatsächlich. Und Rüdiger kriegt bei mir eigentlich immer ein Go, weil der Typ, keine Ahnung, der hat so einen Riecher. Und der ist auch immer da gefühlt, wo was gehen könnte. Und er hatte halt auch ein bisschen Pech gegen Spanien. Das eine war, glaube ich, ein Abseitsding, was er da gemacht hat. Ja, das stimmt. Beim Freistoß, ne, war es Abseits. Ja. Und das andere hat er so ein bisschen versemmelt und man hat richtig gefreut. Man hat richtig gemerkt, wie der sich auch gefreut hat, als Füllkrug dann das 1:1 gemacht hat. Also insbesondere bei Rüdiger hat man echt gemerkt, Alter, Gott sei Dank haben wir das noch irgendwie halbwegs hingebogen. Ja. Ich finde, also wenn Süle so spielt wie gegen Spanien, und Schlotterbeck vielleicht ein bisschen konstanter wird, wobei eben die Position noch zur Disposition tatsächlich steht, weil ich weiß nicht, ob er da richtig aufgehoben ist, kann ich damit gut leben. Ja, ist halt abhängig natürlich von den Leistungen. Und vom Gegner. Ich würde auch das vom Gegner gestalten. Ja. Was hast du da für Gestalten, die auf dich zurennen? So ein Neymar kannst du nicht festhalten. Da ist ein schneller Mann bei, der ihn einfach auf den Sack geht, 90 Minuten neben ihm steht, beziehungsweise eine Ballannahme schon hindert. Sonst hast du keine Chance mehr. Da ist Süle zu steif, hätte ich beinahe gesagt. Das schafft er nicht. Und ich fand es tatsächlich auch nicht verkehrt, also rein fürs Mentale zu sagen, weil in der Regel hast du bei so Turnieren oder in der Champions League, selbst die allergrößten Mannschaften, die allergrößten Vereine, die haben mal so einen Japan-Ausrutscher, wo man sagt, okay, eigentlich klarer Favorit, aber irgendwie nicht reingekommen, nicht in den Rhythmus rein, irgendwie dumme Gegentore kassiert. Und vielleicht war es tatsächlich, auch wenn die Ausgangsposition natürlich echt bescheiden, aber vielleicht war es nicht verkehrt, dass das jetzt direkt im ersten Spiel gegen Japan passiert ist und dann zeigst du plötzlich gegen Spanien, ach da schau. Charakter. Ach, da schau. Ich sag nur, Deutschland, DDR, 74, ihr könnt euch nicht mehr erinnern, ich war ja dabei. Fast, ich war 6 Jahre alt. Und Beckenbauer hat dann später gesagt, die haben sich in der Kabine so die Meinung gegeigt. Ja. Und dann da ging die WM erst los. Das ist es. Das muss auch einer sein. Du hast ja heute so eine Generation von Geföhnten, die keine Worte finden können oder die sich in der Kamera super äußern können. Aber in der Kabine muss es auch mal laut werden dann. Und dann musst du auch mal Tacheles reden. Und dann wird das auch was. Weißt du, wie es bei uns ist. Ab und zu muss das mal sein. Du bist ja auch so jemand, der ab und zu mal richtig laut wird hin. Ich bin so ein introvertierter Typ. Du hast nie mitgekriegt. Also. Ja. Nee, aber das gehört ja auch dazu. Also es muss natürlich respektvoll sein, auch wenn der Spooky Man gestern dann, also da habe selbst ich mich nicht rangetraut. Wir hatten gestern, aber also bei den drei Spenders war einer, der hatte so einen leichten Hauch von, ich sag's voller Respekt, von Joker. Also der hat nicht mitgespielt, sondern der kam plötzlich irgendwie, also Flutlichtspiel und aus der Ferne, so wir fangen um 8 an, so um 10 nach 8 kommt der plötzlich da an. Käse bemalt irgendwie mit so und weißen Kriegsbemalungen. Ja.
Und dann hat er da so, der hat schon aus der Ferne rumgebrüllt, dann kam der immer näher und wir konnten uns gar nicht mehr auf das Spiel konzentrieren und dann ist der rum, wollte mit da mitspielen und hat sich politisch nicht optimal geäußert. Also war ein bisschen, ich hatte das Gefühl, guck mal hier, der Joker. Dann haben wir laut Marc Bärenbeck links in der Verteidigung den Raum und rechts das Zimmer. Entschuldigung. Links Raum und rechts Klostermann. Kann ich mitarbeiten. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ist okay. Also, kann ja auch nichts anderes sein. Also bei Raum habe ich nur gemerkt, man kann auch tatsächlich beim Einwurf ins Auswerfen, aber nein, aber das... Der ist im Weggerutscht, weil wäre es genial gewesen. Nein, absolut, nein, also insofern, finde ich gut, kann ich auch mitleben. Also trotzdem haben wir Alternativen, die wirklich gut sind auf der Seite? Ich weiß es nicht. Also wirklich gut. Wüsste ich jetzt, also ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe auch heute lustigerweise mit meinem Sohn nochmal durch dieses Rewe-Album und so, das sind halt auch Spieler, die ja gar nicht dabei sind. Tatsächlich auch. Und da dachte ich mir, ach ja, stimmt, der ist ja gar nicht dabei. Und irgendwie hatte ich kurzzeitig mal so das Gefühl, dass mir irgendwann mal, hatte ich mal so in dem Moment Spanien-Deutschland-Spiel so ein Gefühl, dass mir echt der Toni Kroos irgendwie fehlt. Weißt du, dass er so einen Impuls gibt. Aber es funktioniert ja trotzdem. Also ich bin total überzeugt von der Mannschaft, Stand jetzt, ne? Muss ich wirklich sagen. Und es ist auch so, wie du schon gesagt hast, dass so das, was in Russland fehlte, fand das schon ganz schön teamig dafür, dass es das zweite Spiel war. Ne? Also das fand ich super. Und du hattest wirklich das Gefühl, die haben Tacheles zwischendurch miteinander gesprochen. Also es wirkte wirklich... Jetzt bei Bayern ist, jetzt komme ich nicht drauf. Goretzka. Der fit bleibt. Das ist auch einer, der kann auch mal Mann gegen Mann und der haut den auch mal um. Dann kriegt er halt eine gelbe. Aber der geht auch mal, der geht hin, wo es wehtut. Und das habe ich 2018 komplett vermisst. Da waren wir alles die schön geföhnten, sage ich mal. Das war Wir haben Weltmeister 14, wir machen das jetzt, ja. In der Reihe davor. Die Mannschaft noch, weißt du? Ja, stimmt. Ja, abgelegt. Das war eine ganz schlechte Idee. Ja. Hashtag die Mannschaft. Genau, wir haben davor, danke fürs Erwähnen. Und zwar Goretzka, und Kimmich. Eigentlich für mich persönlich unantastbar. Ja, total. Die spielen auch gut zusammen, die kennen sie aus dem Verein, die sind blind. Das ist so wie Müller, der da vorne rum wie Unkraut rumläuft, aber den kannst du halt auch anspielen. Er kriegt bloß den Ball nicht mehr unter Kontrolle. Für mich war er zu spät ausgewechselt worden. Er ist zwar da rumgelaufen, hat Lücken gerissen, aber er hat keinen einzigen Ball gekriegt, so wirklich. Aber du hast da noch manchmal so Müller-Momente. Vielleicht schon nach einer zweiten Halbzeit rausnehmen müssen. Ja, aber bei Müller bin ich immer so, wo ich sage, würde ich den, das ist echt, für mich ist immer so der Müller so ein Typ, wo ich sage, würde ich den jetzt rausnehmen oder hat der in der 70., 85. Aber der hat auch nochmal so Momente zwischen, also konditionell, körperlich ist er noch fit, geistig. Nein, der macht seine 15 Kilometer, das ist okay, aber der hat nichts auf die Kette gebracht so richtig. Ja. Kein Ball, langer Ball, kurzer Ball, er kann ihn nicht halten. Während so ein Musiala, der nimmt den an, ich weiß nicht, wer das macht, mit einem kleinen C und da bleibt er am Fuß kleben und dann geht er da durch drei Leute. Frage an die Runde, momentan vereinslos, Max Kruse, so eine dreckige Kampfsau, so eine richtige Kampfsau. Der ist doch gar nicht dabei. Ja, genau, könnten wir so einen gebrauchen oder hätte man... Vielleicht sogar hätte man Max Kruse mitnehmen sollen. In der Nationalmannschaft? Der ist zu extrovertiert, der will sich nicht zeigen und solchen Kram. Brauchen wir nicht. Das ist kein Teamplayer, würde ich sagen. Ich glaube, dass der, ich will jetzt nicht sagen, dass er per se kein Teamplayer ist, aber ich glaube, dass der so eine Mannschaft ist, wo das dann irgendwie passen muss. Weißt du, dass man Glück haben muss, wie man, weiß nicht, als Kind in der richtigen Familie geboren ist. Ja, doch. Dass die Rahmenumstände um ihn herum so sind, dass er da gut funktioniert, da kann er immer noch helfen. Aber in so einem neuen System von Hansi Flick, der gerade die neue Nationalmannschaft aufbaut und das sind zu viel Bausteine, die, glaube ich, auch keiner in Kauf nehmen will. Nee. Und ich glaube, dass er dann auch tatsächlich da für sowas nicht kompatibel genug ist. Weißt du? Das glaube ich auch. Und ich glaube, der ist wirklich so ein Typ für Union Berlin. Dafür war er gebacken. Ja. Also wirklich zu sagen, der kriegt ganz viel Space, der kriegt ganz viel Berliner Luft und sagt, lass den mal machen. Und dann ist er auch, aber der braucht seinen Freiraum. Das hat bei Wolfsburg und Kovac leider gar nicht funktioniert. Und ich glaube, in der Nationalmannschaft ich würde mir hier und da mal wünschen, bei einem 0-1 gegen Spanien denke ich natürlich schon, jetzt so ein Kruse, der da reingeht und dem alles egal ist. Aber ich glaube, im Training und dann abends im Hotel ist das schon anstrengend, wenn der mit seiner Shisha da anfängt und mit seinem
Kollege, lass die Shisha weg jetzt, ist doch jetzt gut. Dann haben wir also laut Marc... Ja, sorry. Was mir fehlt, oder überhaupt, vielleicht bin ich da auch zu verwöhnt durch die Bayern, so richtige Flügelflitzer, die so mit einer irren Geschwindigkeit über rechts und links kommen können, wo die Gegner schon wissen, der überläuft mich jetzt. Den haben wir nicht mehr, oder hatten wir vielleicht auch nie, ich weiß es nicht. David Ozonkor. Stimmt, oh. Der war so einer. Die Polen damals das 1-0 vorbereitet, das mit einem Lauf. Und so ein Typ, da hätten die Spanier auch alt ausgesehen. Die haben keine schnellen Abwehrspieler gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch so kurzzeitig auch mal an so einen Mario Götze gedacht, weißt du, wenn der so euphorisiert rumdribbelt, der ist ja dabei, weißt du? Also da bin ich mal gespannt, wann der ist doch dabei. Da bin ich mal gespannt, wann der die Rakete Götze mal zündet, weil ich glaube, Götze kann auch noch mal gut aus dem Knick kommen. Vielleicht der hat noch was, der hat was gut zu machen. Der hat ja gut gefangen wieder. Ja, vielleicht könnte man Kostic noch einbürgern. Das wäre. Nee. Ach, der kann das. Katar am Flughafen. Der Sané ist schon schnell, aber der verdribbelt sich dann halt auch mal, legt den Ball blöd vor und so. Der hat die Geschwindigkeit, aber der bringt den nicht auf den Rasen. Wenn ich an diesen, wie heißt der Kanadier bei den Bayern, dieser Alfonso Davies, wenn ich den sehe, wie der losläuft, der kann der Gazelle mit der Hand fangen. Das ist irre. Und es liegt nicht an der Hautfarbe. Nein, der ist aber schnell. Du weißt, wie schnell es geht. Hashtag Shitstorm. Bist du wirklich Bayern-Fan? Weil du weißt die Spielernamen immer erst nicht. Nee, ich muss sagen, wir haben gerade neulich, war ich mit Kollegen essen, ich kann die 74er Nationalmannschaft aufzählen, aber die 90er und die 2014 kriege ich nicht. Von Bayern, meine ich. Auch das hat mich nie wirklich interessiert. Ich bin durch meine Oma 74 Bayern-Fan geworden, weil die immer alles aufgeschrieben hat. Also ich musste ja zum Fußball und dann war immer die Sportshow 18.05 Uhr und in der Zeitung, die Fernsehwoche hieß das. Und da waren dann immer diese Ergebnisse und Oma hat immer nur die Namen von den Bayern-Spielern. Die fand den Beckenbauer so schön. So, ja. Ich habe die Hamburger Nachrichten gelesen, aber so wurde ich dann, als ich in die erste Klasse kam, stellte ich fest, die sind alle Eintracht Braunschweig bei mir. Und ich war der Einzige. Ja. Das war hart. Eintracht Braunschweig übrigens der erste Verein mit Trikots. Ja, das war ja, wenn du so ein Trikot hattest, das war ja damals orange, nicht gelb, das war orange, hattest du so einen braunen Hirschkopf drauf. Wer sowas in der ersten Klasse hatte, der war ganz weit vorn. Und ich als Bayern-Fan, damals hast du die Ranzen immer so an den Schulbus gestellt. Das war die Reihenfolge, mit der du einsteigen durftest. Ne? Und meinen Ranzen haben sie dann immer nach hinten gestellt. Vorne waren die Braunschweiger. Oh, schwere Kindheit, sage ich. Ja, das hat geprägt. Traumatisch. Aber wir schweifen ab. Wir sind auch wegen mir. Ja, wie war es denn bei dir, 74 Stück? Ja, also, nee, aber das sind ja, das ist ja, das hat mich berührt. Also, du hast ja gesagt. Lass uns noch mal kurz auf die Mannschaft gucken. Wir haben dann in der Reihe davor links Musiala, in der Mitte Müller und rechts Sané, also in der Startelf. Finde ich okay, wobei Müller, Gnabry kannst du auch mal tauschen. Ja, würde ich auch so sehen. Musiala hat sich extrem eine goldene Nadel jetzt schon verdient. Super Typ, ja. 19 also, Jahre, was der sich geärgert hat wegen seiner verpassten Chance da oder weil er da irgendwie den Ball nicht 10 Minuten vorher an Füllkrug abgegeben hat. Aber deswegen. Hat ihn nicht gesehen. Genau, er hat oft nach unten geguckt und dann hat er hätte nur rüberschieben müssen. Ja. Und ich freue mich natürlich total für Füllkrug einfach, ne? Was ein geiler Eintritt. Eingewechselt Bude. Krass. Und einfach so eine sogenannte Bulettenbude, wie wir heute wussten, ja. Wie wir seit heute wissen, ist das ja. Ja, genau. Nein, aber ich finde das einfach wirklich. Ich wünsche mir dann aber auch tatsächlich mehr einfach mal aus der zweiten Reihe. Mal wieder schöne Tambone abschießen. Immer dieses Reingedribbel und so das. So ein Augenthal, der dann 35 Meter das Ding, zack, in den Liebe. Wir haben ja die Jungen, der Füllkrug ist auf jeden Fall der Mann dafür. Ja. Füllkrug, zweite Liga, dann in Fürth gespielt, in Nürnberg, in Hannover, jetzt in Bremen. Was für eine Karriere, man kann es nicht oft genug sagen. Und natürlich der große Vorteil beim Füllkrug, dadurch auch, dass er das erlebt hat, wie bodenständig er ist, wie entspannt der ist. Er sagt direkt. Er ist nicht mehr der Jüngste, der ist schon 29, hat schon 31, glaube ich sogar. Nee, 29 ist er. 29. Aber ich sag mal, der hat halt schon einiges erlebt. Der weiß, was er jetzt hier erleben kann. Absolut. Und genau. Natürlich. Und der ist nicht so versaut, weil er schon mit 20 mehrfacher Millionär war. Und der macht auch keinen Entschuldigung, ja, Senke?
Nee, ich meine aber so ein Spieler wie Phil Krug berührt total mein romantisches Fußballherz. Ja. Weißt du? Weil das ist einfach, was der durchgemacht hat, die Irrwege, das immer wieder aufstehen, das neu, sich neu sortieren und trotzdem Bock drauf haben. Ja, der war lange verletzt, ne? Ja. Und finde ich so toll. Also so eine Typen sind einfach die besten Repräsentanten für den Sport. Ja, Wahnsinn. Und das ist. Hast du leider zu wenig. Also, ja, hast du zu wenig, aber umso schöner, dass er dabei ist und hoffentlich noch ganz viele Chancen bekommt und sie hoffentlich auch nutzen. Der wird, macht ne? seine Buden, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist so ein richtiger, so eine Wuchtbrumme, der haut da rein. Und vor allem, der merkt auch, dass er Rückenwind hat aus der Mannschaft, also dass die Mannschaft ihn mag, dass die Mannschaft ihn feiert, dass die Mannschaft ihn gut findet und dass der jetzt auch nicht anfängt, von wegen, ich brauche jetzt hier eine Stammplatzgarantie, sondern der ist genau, weil er aus der Ecke kommt, deshalb, wenn ich 10 Minuten spielen darf, ist alles super hier, ich bin jetzt in der Nationalmannschaft. Wäre eine Doppelspitze Müller-Füllkrug, wäre das eine Alternative? Nee. Wird nicht so Müller steht im Weg rum, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Der muss hinter den Spitzen rumeiern, das kann er. Also, das kann er. Ich würde auch sagen, dass, also Müller sehe ich auch eher hinter den Spitzen. Also es ist so ein bisschen, Müller hat ja einfach so ein Gespür fürs Spiel. Müller war ja nie ein schöner Spieler, also nicht ein schöner optisch, sondern im Sinne des Spiels. Hat den Ball immer reingestochert, also hat irgendwie rumgestochert und so, aber hat halt einfach ein totales Gespür, einen wahnsinnigen Instinkt. Ja. Und kann auch, glaube ich, ein Spiel gut lesen, aber jetzt direkt ganz vorne sehe ich ihn jetzt auch nicht unbedingt. Dann noch die Frage an die Runde, wie ist euer Tipp? Wir haben jetzt also für Donnerstag, wir haben folgende Konstellation, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Sieg gegen Costa Rica mit 8 Toren Unterschied, das heißt, dann wären wir weiter, ich glaube auch unabhängig davon, ich sage Doppelspitze, dann Spanien schlägt Japan, Sieg gegen Costa Rica, ich glaube mit 2 Toren, nee, ich glaube genau, Spanien schlägt Japan und wir besiegen Costa Rica, das heißt, das ist das, was momentan so von den meisten Experten genannt wird als möglichste Möglichkeit und wir haben noch unentschieden Spanien, Japan und Sieg der Deutschen gegen Costa Rica mit 2 Toren Unterschied. Wie ist euer Tipp für den Donnerstag? Worauf können wir uns freuen oder nicht freuen? Das mit den 2 Toren Unterschied, ja, das sehe ich, weil ich denke mal, das kriegen wir hin. Aber so richtig dicke, wäre schön, aber ich glaube. Also 8-0 ist natürlich absurd, ja. Also, dass Deutschland 8-0 jetzt gewinnen wird, ist natürlich total absurd. Ich glaube, dass es tatsächlich enger wird, als man das glaubt. Weil aber, glaube ich, Japan, das ist ja auch so eine Ehrensache, ja, die werden sich den Arsch aufreißen. So ist es, so ist es. Die haben 3 Punkte. So ist es, darf man nicht. Mehr Punkte als Deutschland, die haben auch nichts zu verlieren und sie werden vielleicht auch das Stadion danach nochmal aufräumen. Müllsäcken. Was eine Aktion war. Ja, aber toll, aber was für eine tolle Nation, oder? Wahnsinn, wir was ein Respekt. Mit, wir, also finde ich super. Und das kann auch googelt mal oder YouTube mal, ist das wirklich passiert. Ja, genau. Und deswegen meine ich das, also das meine ich auch gar nicht despektierlich, sondern das meine ich aus absoluter Überzeugung. Und ich glaube tatsächlich, dass es enger wird für Spanien, weil Spanien ja jetzt eigentlich schon so gut wie sicher ist. Kann aber natürlich auch nochmal, also es ist letzten Endes, wenn man das so genau überlegt, enger als das für alle wahrscheinlich bewusst ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass Spanien irgendwie knapp Japan schlägt und wir Costa Rica schlagen und das Ding dann da auch durch. Costa Rica hat auch 3 Punkte, sage ich nun mal so. Also, ich glaube, das letzte Spiel, was wir mal 8-0 gewonnen haben bei einer WM, war das nicht gegen Saudi-Arabien mal irgendwann? Ich weiß es jetzt nicht. Ja, stimmt. Ja. Irgendwann Urzeiten her. Ja, nee, jetzt glaube ich nicht, dass wir Costa Rica da so weghauen. Die haben sie von den Spaniern überrumpeln lassen, das machen die nicht nochmal. Es sind schon echt bei dieser WM, also es ist wirklich schwer, ich würde es mir wünschen, aber du sagst, also du, ich kann mir auch so einen Spielverlauf vorstellen, dass Costa Rica nach 3 Minuten diesen Ball reinhumpelt und dann sich einfach hinten reinstellt und sagt, so Freunde, jetzt viel Spaß. Und dann kommst du da nicht und das zermartert dich, wenn du weißt, wir müssen hier gewinnen, wir müssen Punkte holen und du kriegst die Kugel nicht rein, weil die da hinten zementieren. Dann hast du vielleicht noch auf dem Ohr, dass Japan gerade gegen Spanien ein Tor geschossen hat oder so. Puh, ich bin sehr gespannt. Also ich traue Costa Rica tatsächlich einiges zu und ich traue auch Japan einiges zu. Also die sind, glaube ich, Japan wäre durch gewesen, hätten sie Costa Rica besiegt, dann verlieren die plötzlich irgendwie mega krass unglücklich. Ich glaube, die sehen noch eine Hoffnung. Wenn die Japaner ins Achtelfinale kommen, sind die Volkshelden. Also, ja, die... Holla die Waldfee. Also,
Sehr gut. Entfaltet viel Kraft sowas. Ne? Also gerade das meinte ich ja, was die Japaner also einer inneren Haltung dem Spiel gegenüber haben, hat ein riesen Kraftpotenzial. Das dürfen wir nicht so in unserer westlichen Welt so abtun. Ne? Das sind Mentalitätsmonster. Genau. Absolut. Ich wollte gerade noch mal fragen, weil es gab jetzt noch zwei, so ein bisschen, das war jetzt kein großer Skandal, aber es wird so ein bisschen nebenbei, jetzt mal neben der Binde und dem Mannschaftsfoto. Es gab zum einen bei Twitter ein bisschen Palaver wegen dem Wagner-Spruch, der gesagt hat, irgendwie sowas wie katarische Bademäntel. Nee, ja, die Bademäntel, ja, die weiße Kleidung bezogen, dass er nur Bademäntel da gesehen hat, so ähnlich, ja. Genau, da gab es einen Shitstorm, beziehungsweise fast in den gleichen Gewässern. Es gab einen Rassismusstreit um Klinsmann, der bei der BBC, glaube ich, in England Experte ist, der gesagt hat, zum Spiel, ich glaube, es war, genau, dementsprechend der Iran, die Bank sprang ständig auf und beschwerte sich beim Linienrichter und vierten Offiziellen, das ist ihre Kultur, sie liegen einem die ganze Zeit im Ohr, sie bringen dich dazu, die Konzentration zu verlieren, sagte Klinsmann in der BBC über den Iran. Wie sollen wir die Sprüche bewerten, wie sollen wir die Reaktion bei Twitter und Co. bewerten, oder bockt uns das gar nicht, weil ich will Fußball sehen? Sag mal, das vom Wagner, das hätte man in der Kneipe sagen können, aber nicht im Fernsehen. Ja, ja. War ein bisschen blöd, sag ich mal, also gerade in der heutigen Zeit. Klinsmann habe ich nicht mitgekriegt. Ja, wenn er über Mentalitäten spricht, mein Gott, ja, keine Ahnung. In England sicherlich auch nicht so gesehen wie hier in Deutschland, denke ich mal. Ja. Also das Klinsmann-Ding habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mitgekriegt. Ich verstehe aber auch nicht, was Klinsmann damit sagen wollte. I don't get it. Keine Ahnung. Ich finde das jetzt auch nicht unbedingt rassistisch. Also ich verstehe es aber auch einfach nicht. So, weißt du? Bei dem das Bademantel-Ding habe ich natürlich auch mitgekriegt. Und dann würde ich auch sagen, also so medienaffin sollte der Kollege Wagner das dann schon sein, dass er das natürlich nicht sagt und ihm das natürlich um die Ohren fliegt, da hätte er einfach mit rechnen müssen. Ich finde das einfach schade. Also diese ganze WM, die wirft so viele Fragen auf. Ich finde auch eben nicht, dass ein Fußballer dafür taugt, Politik zu machen. Dafür taugt die Politik. Und wenn überhaupt, dann sind das die Verbände. Ja, das sind die Verbände. Der einzige Verband, der meiner Meinung nach jetzt mal Coronis gezeigt hat, war der dänische Verband, der eben offiziell auch das mal angedacht hat, vielleicht aus dieser FIFA auszutreten, während der DFB sich mit Mund halten ganzen Hashtag-Kram, das ist alles Kokolores. Robert Habeck hat da gerade einen Gasdeal vor 4 Monaten eingefädelt, der übrigens heute offiziell bestätigt wurde. Katar ist Shareholder von deutschen Traditionsunternehmen, unter anderem Mercedes-Benz. Bayern München macht in Katar seit, weiß ich nicht, 8, 9 Jahren. Wir sind da so, also warum sollen das jetzt die Sportler machen? Warum soll das jetzt ein Musalla, ein 19-Jähriger oder ein Kimmich, warum sollen die jetzt Politik machen? Deswegen, ich finde nicht, dass Fußball Politik ist, ja, weil das ja jetzt auch bei Twitter so oft behauptet wurde, wenn überhaupt die Verbände, das sind die Verbände und niemals der Sportler, und der Sport ist sowieso so weit weg, gerade in dieser Größenordnung der FIFA, dass das für einen normalen Atzen, der da irgendwie seine Bratwurst essen will und Fußball gucken will, sowieso ist, hat, ist das ist komplett davon entfernt, aber trotzdem, Fußball ist Sport. Und Sport soll Freude machen. Und das ist so, wir haben da so einen großen Katalog an Wertigkeiten, den wir irgendwelchen Ländern überstülpen wollen. Scheiß doch, wenn der Karl-Heinz und Inge ihr Bier nicht kriegen in Katar, so fucking what? Weißt du mal, ganz im Ernst. Dann eben nicht. Das hätte man vorher wissen können. Ja, genau. Das ist ein islamisches Land, da gibt es eben keinen Alkohol. Ja, genau. Da muss man auch jetzt nicht 8 Wochen lang die Seiten voll machen mit irgendwelchen reißerischen Headlines, weil das weiß man einfach, weißt du? Und das weiß die FIFA auch mit Budweiser als Sponsor und so weiter. Also, keine Ahnung, also kurzum, prallt so viel aufeinander in dieser WM. Das Einzige, was mich abfuckt, also dieses Boykott-Ding finde ich auch albern. Also ich finde es albern den Sportlern und dem Sport gegenüber und den Spielern, weil das ist nicht das was hilfebringend ist, sondern was mich wirklich abfuckt, ist einfach dieser Zeitpunkt. Weißt du? Wir haben bald Weihnachten. Ich habe überhaupt keine Zeit. Ich bin total ja? Ich darf nicht schreien, es ist Advent, ich darf nicht schreien. Nee, aber es ist irgendwie, es ist um 15:45 ist es dunkel bald und so. Ja, und jetzt ist es so, es war doch immer warm bei der WM, ich wollte doch grillen. Und, wann ist denn die WM dahin vergeben worden? War das nicht 2010 schon?
Ich weiß es nicht genau. Hat sich da einer aufgeregt? Warum? Man hätte doch von vornherein sagen müssen, ihr liebe FIFA, oder dass die korrupt sind, wissen wir alle. Es ging um die Kohle, geht's auch nur. Und das weiß man, als Bayern-Fan sowieso. Aber es ist so ein bisschen dieses Verrückte, der Kreis schließt sich mit dem, was 2010 entschieden wurde, und dann trifft es quasi 12 Jahre später auf den aktuellen Zeitgeist, und das kollidiert halt, sozusagen, wo du sagst, lass einfach, also egal was bei, wir haben die Kanäle jetzt mittlerweile mit Twitter und Co. Abschaltest oder nicht guckst, meinst du, das interessiert irgendeiner in Katar da? Deswegen werden sie ihre Menschenrechte nicht plötzlich, ihre Ansichten darüber nicht ändern, das machen die. Aber ich weiß nicht, ob ihr das schon gewusst habt. Ich habe sozusagen gerade ganz eine brand noch warme Nachricht. Es wird uns gegen Deutschland, oder hoffentlich, also nicht gegen, sondern das Spiel pfeifen, wird eine Frau. Ja, das habe ich auch gelesen. Also da bin ich dagegen. Doch. Eine französische Schiedsrichterin wird Deutschland Costa Rica pfeifen. Was da natürlich toll ist. Ja? Also es kommt so an, wie die aussieht, ne? Schön drauf, danke zum. Ich dachte, du wirst willkommen drüber, aber nein, Fühler. Ja. Nein, da ist doch was drin in deiner Cola. Egal, aber ich finde das super. Und das eben halt, und das geht dann halt auch eben in Katar. Also kurzum, alles halb so wild. Ich verstehe, dass man dem gegenüber kritisch ist und dem System und so, aber das muss die Politik lösen. Und alles andere ist auch ein bisschen Heuchelei, weißt du? Über Energiepreise hier in Deutschland, da regen sich auch alle drüber auf. Und wenn wir jetzt irgendeine Möglichkeit finden, ich meine, du kannst ja nicht nur Geschäfte mit politischen Systemen machen, die jetzt ganz blitzsaubere Demokraten sind. Das gibt es einfach nicht. Das ist Geschichte, das ist Utopie. Dann müsstest du wirklich aus dem eigenen Land sagen, okay, wir sind Selbstversorger, dann kriegst du es ja hin. Aber solange wir auf andere Lieferungen angewiesen sind, also aus dem Ausland, egal woher, kannst du jetzt nicht große Sprünge machen. Das ist einfach so. Da treffen die wirtschaftlichen Interessen auf die sportlichen. Also kannst du vergessen. Ich glaube, Volker Pispers hat mal einen schönen Satz dazu gesagt. Kennt ihr den noch? So einen Statisten. Sagt er, was hat sich der liebe Herrgott dabei gedacht, unser Öl und unser Gas bei denen zu vergraben? Ja. Das fand ich cool. Ich würde sagen, aufgrund der Zeit ein wunderbarer Rauschmann. Wir sollten diese Runde auf jeden Fall noch. Dass ich darüber lache, das ist eigentlich der eigentliche Skandal. Gerne noch mal ein Set-Foto. Damit man uns auch glaubt, dass wir in dieser beschaulichen. Ein Frankfurt-Fan, ist es hier? Ja, ich weiß Bescheid. Wobei. So schmeckt Erfolg. Die Herren, vielen, vielen Dank. Und jetzt noch ganz kurz. Wir machen immer so kleine Runden, aber wir werden uns auf jeden Fall nochmal treffen. Spätestens unter Baum. Wir werden uns auf jeden Fall. bitte. Noch euer Tipp von all dem. Ich habe auch leider natürlich nicht alle Spiele sehen können. Ab und zu mal zusammenfassen, manches gar nicht. Momentan euer Tipp, wer diese Weltmeisterschaft gewinnt, vom Feeling her, von dem, was ihr bisher gesehen habt. Boah, das ist ganz, ganz schwer. Also echten Favoriten habe ich nicht, muss ich zugeben. Nee, es ist wirklich schwer. Also ich glaube, Frankreich, Brasilien. Brasilien. Die üblichen Verdächtigen hätte ich jetzt gesagt, die auch schon letztes Jahr gut waren. Also uns ist man nicht so weit vorne. Wenn wir das Achtelfinale überstehen, sind wir gut. Das wäre schon. Also überhaupt reinkommen. So. Ich glaube auch, ich würde mein nicht vorhandenes Vermögen momentan auf Frankreich setzen. Also Mbappé, Dembélé, Griezmann, das die ganze Mannschaft. Super Mannschaft. Die sind noch gar nicht auf Betriebstemperatur. Nee. Aber allein Mbappé kann ein Spiel echt brutal entscheiden. Also ich würde sagen, die Franzosen sehe ich sehr, 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 also wenn die nicht einen super miesen Tag erwischen, sehe ich die sehr weit vorne. Ich glaube, die holen. Ist denn der Benzema komplett raus oder ist der nur für? Ich glaube, also ich wüsste nicht, dass der nochmal kommt. Ich glaube, der ist verletzt und da kommen zwischendurch immer wieder so Bilder hoch und dann heißt es irgendwie, jetzt gab es Hoffnung für die Fans und da jetzt nicht und so. Ich glaube, der ist verletzt und ich glaube, der wird es nicht packen. Und wenn sie den noch. Der ist super in Topform bei Real. Ne? Mega. Ja. Meine Damen und Herren, ich sage, liken, teilen, abonnieren, folgt Abseits-Podcast, unter anderem bei Spotify, natürlich bei YouTube und vor allen Dingen bei Insta. Dort ist auch der Sönke mit seinem Account und dem Lutz Lobach, dem bastel ich jetzt einen für Insta. Du musst ein bisschen in die Kamera. Genau, und natürlich. Du musst jetzt sieht man es. Ja, jetzt sieht man es. Ich habe noch ein Buch geschrieben, Rausch und Freiheit, Trömerkamera mit meinem Bruder. Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Ich muss nur darauf hoffen, dass nicht so viele Kollegen das gesehen haben, sonst werde ich bei der nächsten Gerichtsverhandlung gleich mal rausgejagt. Warum?
Ja, ich bin Anwalt. Ja, aber das, den Begriff Rausch nur auf justiziable Geschichten zu formen, wäre ja, das wäre ja verzeihend. Ja, jetzt Corona, das verstehe ich. Da machen wir auf jeden Fall nochmal einen zweiten Teil. Also kauft das Buch, besucht uns bei Insta. Ich sage dir, Herren, vielen, vielen Dank. Hast du das auch gelesen? Kann ich das als Hörbuch dann auch lesen? Ich bin ja eine faule Sau. Ich will jetzt auf die Malediven fliegen, da will ich es mir anhören dann immer. Ja, wir würden dran arbeiten, aber es gibt es noch nicht. Das musst du auch machen, damit ich das hören kann. Ja, machen wir. Oder ihr macht eine Telefonleitung, du liest live. Können wir auch machen. Ja. Ach, ja, ich will das ist Publikum. Das ist Fernbetreuung. Ja. Herren, ich sage vielen Dank, habt einen schönen Abend und hoffentlich auch bald. Ciao. Dankeschön, bis dann. Ciao. Thank you.